sind hier beim Maschinenbau Zanota in der Fertigungshalle. Und Maschinenbau Zanota fertigt uns diese Wasserhochdrucktechnik für die Firma Traffic Lines, die sie international vertreibt. Diese Maschinen arbeiten auf dem Flugfeld, auf den Rennstrecken dieser Welt und auch auf den Autobahnen. Und da kam schnell der Gedanke, wo kommt dieses ganze Schmutzwasser hin, was in dem Kessel, was sich da oben findet, entlassen werden muss oder ausgelassen werden muss in einem Container, was dann entsorgt werden muss. Und dann haben wir schnell entschlossen, dass man das Wasser ja auch filtrieren kann und wiederverwenden kann. Somit haben wir einen Anhänger erfunden, der das Wasser bis zu zweimal filtert und somit die Arbeitsleistung bis zu 8 Stunden erweitern kann, ohne dass man die Baustelle verlassen muss und wieder hinfahren muss. Wir lernen auch sehr viel von den Fahrern, die draußen auf der Straße sind. Wir sind ja der Hersteller und wir sind auch sehr gerne bei den Maschinenfahrern vor Ort und lernen davon. Es war hier in dem Anhängerfall so gewesen, dass die Fahrer lange Strecken mit einem Dreiachser oder Vierachser auf der Autobahn fahren mussten. Und mit so einem großen Gerät dann auf der Autobahn zu wenden, ist immer sehr aufwendig. Somit hat man diese Wendezeit verringert, indem man diesen Anhänger dran gebaut hat, um dann halt eben nicht mehr so oft die Baustelle zu verlassen. Im Grunde genommen ist es der Vorteil für den Kunden, dass er die Maschine öfter und länger nutzen kann, ohne diese Unterbrechungsphasen und somit effizienter ist und auch umweltschonender auf der Autobahn, ohne dass er diese Wendedauer hat oder auch die Ausfalldauer auf der Baustelle, dass die Sperrzeiten auf der Autobahn auch reduziert werden können oder die Slots auf dem Flughafen, dass sie geringer halten werden können. Und somit ist es effizienter für beide Parteien. Natürlich haben wir den Anhänger, den wir unseren Kunden anbieten können, aber dadurch, dass das eine Entwicklung war mit einem Kunden und für den Kunden, ist es einfach nur ein Gadget, was man sich dazu buchen kann, ohne viel Aufwand. Ja, das gibt es auf jeden Fall, dass sich immer mehr jüngere Leute auch damit beschäftigen, mit dem Thema Nachhaltigkeit und auch genau dieses Produkt halt sehr dafür spricht und dass wir auch offen sind für neue Produkte, dass man da immer eine neue Innovation hat oder die Ideen der neuen Kollegen auch mit aufgreifen kann und dass wir auch daraus lernen, was die Kollegen mit ins Unternehmen bringen und dass wir gerne daran anknüpfen.